Ab geht er. Schwierigkeitsstufe 4. Bin ich ja gespannt. Charmanter Ort. Was hoffst du hier zu finden? Der Apotheker sagte, hierhin hätte er sein Gift geliefert. Ich hoffe, ich kann die Fährte aufnehmen und sie dann zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Fährte aufnehmen? Bist du jetzt ein Bluthund? Sowas in der Art. So, dann untersuchen wir das mal. Jo. Gleich mal die Glocke kaputt machen. Man weiß ja nie. Ich würde dir und weiter geht's. Die Spur endet hier. Bist du sicher? Ganz sicher. Nein. Warte hier. Mach dich nicht lächerlich. Ich lass dich da nicht allein reingehen. Elise. Ich muss das hier allein machen. Bitte. Ich verstehe. Vergiss nicht zurückzukommen. Ich bin nur kurz Zigaretten holen. Ja, gucken wir mal, was uns da drin erwartet. Wir müssen auf jeden Fall da hoch. Da steht der Wagen davor, dann nehmen wir doch hier die Kante. Wupp, und wupp. Und weiter. Müssen wir noch gleich ganz oben sein. So eine Kante. Ein Riss, meine ich. Na komm, dann doch ganz hoch, ja. Wollte ich eigentlich nicht, aber nun ja. Das hat lange gedauert, Pisspot. Belek. Ich hätte wissen müssen, dass du mich finden wirst. Die Frage ist nur, was geschieht nun? Du hast Mirabeau vergiftet. Er vergiftete uns. Frieden mit den Templern ist nur ein Armenmärchen. Und du bist der Einzige, der die Bruderschaft retten kann? Glaubst du etwa, das geschieht zum ersten Mal? Das erste Mal, dass die Assassinen ihre Führung eliminieren mussten? Das erste Mal, dass der Orden sich wieder neu erschuf, aus dem Nichts zu neuer Macht? Nein. Masyaf, Montiregioni, die amerikanischen Kolonien. Es ist alles schon passiert. Und wir stiegen wieder auf, stärker als zuvor. Aber nun, wir vergaßen unsere Ziele, Arno. Verstrickten uns in Politik und Revolutionen. Doch wir sind keine Nation. Wir sind eine Armee. Und in einer Armee nennt man Frieden mit dem Feind auch Verrat. Und nein, ich bin nicht der Einzige, der die Bruderschaft retten kann. Wir können. Gemeinsam. Belek. Du weißt doch, dass das nicht geht. Bedauerlich. Boah, so ein Verräter. Belek, bitte. Komm zurück zum Rat mit mir. Wir können das regeln, wie vernünftige Männer. Vernünftige Männer paktieren nicht mit Tempel. Okay, da sind wir schon mal 5 Schmetterschläge. Bevor er schießt. Ja.
rempeln wir mal kurz. Dann bleibt er wenigstens noch liegen. Zack, so, dann haben wir das erschafft und jetzt nur nicht umwerfen lassen. Den alten Sack, den schaffen wir doch. Das ist für all die Jahre, in denen du mich Pisspot genannt hast. Tja. Ein sturer kleiner Bock bist du, oder? Na komm, drück. So sagt man. Klari. Nicht so stürmisch, Kleiner. Jetzt hat er wieder volle Energie, ist ja. Ich hätte dich nie aus der Bastille rausholen sollen. Ah, jetzt hat er mich umgeworfen, der Drecksack. Aber wir können mal ganz kurz letzten Checkpoint laden. Muss ich jetzt mal machen, weil so schwer ist die Herausforderung nicht. Dann brauche ich die nicht nochmal machen. Also haben wir ihn einfach und hauen ihn von den Socken. Oh oh. Komm schon, das läuft gut jetzt. Noch ran. Komm jetzt, ran. Haben wir ihn. Ich hatte Hoffnung für dich. Ich dachte, so, jetzt schubt man den noch da runter. Ich kann, Belek. Ich denke nur... Nicht wie du. Sind sie beide da runtergefallen. Hat jetzt wieder Energie. Die Augen, Bursche! Ich sah, wie Templer ganze Dörfer abschlachten ließen, nur um einen zu töten. Einen Assassinen. Sag mir, bei deiner enormen Erfahrung, was hast du gesehen? Ich sah, wie der Großmeister des Templerordens einen verängstigten Weißen aufnahm und wie einen Sohn großzog. Ja. Immer noch nicht umwerfen lassen. Wir wissen, der holt uns schnell von den Beinen, also werde ich das einfach mal beibehalten, den auch zu rammen. Wow. So, sehr schön ausgewichen gerade. Zack, er nimmt ja also so eine... Boah, mieser. Schießt, ey. So, wir sehen ihn noch unten rechts. So, weiter, 3 und dann... Würde sich schämen. Na, deine Mutter würde sich schämen, Junge. So, jetzt komm. Und nochmal, komm, zack und ram. Jawohl. Jetzt.
So, jetzt drücken wir weiter um die Wette. Boah, durchs Kirchendach. Beziehungsweise fast. Arno! Alles gut. Bleib da! Von oben. Ich hätte dich in der Bastille verrotten lassen sollen! Sag mir, hast du jemals an das Credo geglaubt? Oder warst du schon immer ein verräterischer Templerfreund? So muss die Sache doch nicht enden, Belek! Du bist es, der es so enden lässt! Würdest du verstehen? Wir könnten die Bruderschaft so weit bringen, wie wir es seit 200 Jahren nicht gesehen haben! Ja, jeden zu töten, der nicht deiner Meinung ist, ist die beste Art, sich aus der Asche zu erheben. Du spinnst doch! Hat er recht. So, ich würde sagen, der ist da unten. Pass auf! So. Ist des Pudels Kern. Nicht Mirobo hat deinen Verstand vergiftet, sie war's. Sie ist das letzte Teil dieses verdammten Wahnsinns. Belek. Dafür wirst du mir danken. Eines Tages. So, jetzt schauen wir mal, was der alte Sack drauf hat. Zack, da haben wir schon mal pariert. 1, 2, 3. Wieder rammeln. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo er rumturnt. Hinter dir! Na, hast du dir gedacht? So. Rammeln. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Am besten nochmal X drücken zum Ausweichen. Okay, einmal einen Stark. So, jetzt versteckt er sich wieder. Einfach immer X drücken. Zum Ausweichen. Ganz schön viel aus, der alte Mann. Gleich am Mann. Jawohl. Tu es. So. Wenn du weiter uns willst. Merci, mon ami. Du sollst doch halt zu deinem Sohn zurückkehren, nicht wahr, Pisspot? Du hast was verloren. Na. Gott verdammt mich. Ups. Jetzt durchziehen. Euer Protégé bürgt für Sie. Vertraut ihr ihm nicht? Bis zum Tod, doch ich traue dem Weib nicht. Kann ich euch nicht überzeugen? Ich fürchte nicht. Dachte ich mir. Chin. Chin. Aber was doch. Repos, Onkel. Er war zwar der beste Freund meines Vaters, aber er war's. Ich glaube, hätte mir das nicht gemacht, hätte er irgendwann die Kleine umgelegt. Aber ich weiß gar nicht, ob man jetzt überhaupt was hätte anders machen können. Oder ob das die Story so vorschreibt.
Tja, da ist mein Mentor gefallen. Und damit haben wir auch die Mission Konfrontation perfekt abgeschlossen mit allen Herausforderungen. Sieht schon mal gut aus. Oh, da haben wir wieder eine Serverlücke. Verdammte Scheiße. Tut mir leid, dass ich stören muss, aber es gibt noch mehr Ärger. Bischof, bist du da? Ich höre es. Du weißt, was zu tun ist. Ich öffne eine Brücke. Weißt du, Deacon, ich glaube, Abstergo ist immer noch sauer wegen deines Jobs letzten Monat. Was du nicht sagst. Okay, die Brücke ist offen. Los. Man kann wohl nicht in Abstergo sequenzierten Daten rumschnüffeln, ohne Staub aufzuwirbeln. Wir haben nicht... Oh, jetzt müssen wir wieder schnell wegrennen. Daten gestohlen, Vorläuferproben zerstört und ein paar Server gecrashed. Das sollte reichen. Bevor die ganze Bude hier zusammenkracht. Aber so weit ist es gar nicht. Hier passiert bestimmt noch irgendwas, das wäre sonst zu einfach, oder? Oder ist es einfach nur so ein Zwischending? Hat er die denn geöffnet? Da unten. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja. Den Ausgang aus der Kanalisation finden. Alten, ungeordneten Code. Dieses Mal liegt das Portal über dir. Ein paar hundert Meter. Tja. Oh, mit Panzern. Jetzt sind wir wieder in der Neuzeit. Das besetzte Paris. Ja. Okay, du darfst nicht lange hier bleiben. Unvollendete Erinnerungen sind zu gefährlich. Du musst einen Ausgang finden. Ich führe dich so gut es geht. Ja, jetzt müssen wir da hoch. Ich denke mal, wir dürfen nicht ins Scheinwerferlicht kommen. Oh, das war knapp. Ja, Hammer. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir jetzt weiter hochkommen. Oh. Oh oh. What the? Jetzt greifen die mir auch noch an hier. Plattform haben wir erreicht. Schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Ja, hier sehe ich doch schon den Fahrstuhl. Übrigens, in der Wirklichkeit war ich auch schon auf dem Eiffelturm und ich muss sagen, dieser Fahrstuhl ist echt cool. Da kann man sogar, also der besteht so voll aus Glas. Wow. Okay, das sind die Elektrizität darf man bestimmt nicht kommen. So, hier haben wir eine Leiter. Geht dann doch bequemer. Obwohl, bei ihm weiß man nie. So, wir rennen mal hier rum. Hier müssen wir bestimmt hier irgendwo. Wow. Boah, jetzt können wir es kaputt machen. Es raucht schon mal. Ah, da können wir auch in Deckung. So. Haben wir es eliminiert. So, jetzt müssen wir nur noch hier hoch. Müssen wir fast oben sein. Da ist ein Zeppelin. Guck mal einen an.
Plane davor, da kommen wir nicht lang und da ist eine Feuerstelle. Ah, wir müssen sogar aufs Zeppelin, na gut. So. Oh oh. Da ist er, dein Ausgang. Beeilung. Ja, wenn sonst nichts ist. Ah, guck mal, wir können jetzt hier am Arsch des Zeppelins weiter hoch. Ja. Gucken, was uns noch so erwartet. Ah. Jo. Jede Abkürzung ist willkommen. Oh, jetzt schlagen hier die Blitze ein. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, wir dürfen ja nicht ins Scheinwerferlicht. So, dann schnell hier hoch. Oh, hier ist Stacheldraht. So. Jo. Sind wir noch fast ganz oben. So, jetzt gehen wir um die Ecke rum. Ja, jetzt sind wir ganz oben. Ui. Dann machen wir die wieder kaputt, würde ich sagen. Und jetzt nochmal zwei dran. Naja, immer schießt sich aus. Ich hab Zeit. Schwarz ist es schon. So. Dürften wir jetzt ja oben sein. Das Portal. Oh ja, jetzt fall noch runter, du. So, und schon sind wir oben. Ich will dich nicht nervös machen, aber das Portal ist äußerst instabil. Verdammt, es ist weg. Mach weiter, wir können es wieder öffnen. Ja. Das reicht. Du musst springen. Und dann verschwindet's wieder. Jo. Das ist auf jeden Fall Vertrauen. Ja, hätten wir das auch geschafft. Die nächste Serverbrücke. Und voilà, wir sind zurück. Danke, Deacon. Lass uns diese Transfers auf ein Minimum beschränken, okay? Hey, das liegt einzig und allein an deinem Novizen, mein Freund. Schließlich hinterlasse ich nicht so viele digitale Fußabdrücke in Paris, dass man sie für kleine Hundehäufchen halten könnte. Notiert. Wir rufen dich, wenn wir dich brauchen. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns im Part 18. Ja, bis dahin. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch, wenn es geht, wenn es euch gefallen hat. Und ja, Dankeschön.